Ja, habe Ehre. Herzlich willkommen bei der Janka 5 Mille. Ja, heute machen wir mal leckere Wollwürste. Ja, schauen wir mal, was da meine Frau gekauft hat. 4 Stück Wollwürste. Das sind die auch nicht für mich allein. Da mag meine Frau auch welche haben. Sehr leckere Würst, ohne Haut, ohne alles. Ja, ja, richtig ist, dass man die Pfanne immer super erhitzt. Warm Öl nicht wird. Und ich bin schon mal überlegen, wie gut der Öl ist. Weil das schöner wird. Also ich nehme halb Milch. Wird meiner Meinung schöner wie Öl. Ja, das ist schon ganz gut. Also Wollwürste sind super im Geschmack. Also, schmecken gut zum Kartoffelpüree oder Kartoffelsalat. Ja, ich nehme mal. Ich finde, Kartoffelpüree passt perfekt. Gut, dann lasse ich das so laufen. Ist auch sehr schnell zubereitet. Ich habe keine Angst, das schaut ein bisschen chaotisch aus, aber das geht gerade nicht. Ich bin gespannt, dass die Pfanne nicht funktioniert. Warum? Ich weiß jetzt gar nicht. Irgendwie. Jetzt glaube ich jetzt. Jetzt funktioniert. Irgendwie war kein Kontakt. Also ich koche hauptsächlich mit Induktion, weil es am schnellsten geht. Und dann ja, dann warten wir mal, bis ein bisschen schön braun werden. So, und dann machen wir den Deckel drauf, damit es spritzt. Dann lass das spritzen. Ja, wir haben noch ein bisschen Kartoffelsalat übrig. Und das machen wir heute Wollwürste. Also ich kann nur empfehlen, Wollwürste sind saulecker. Wir sind nicht ganz besser wie normale Bratwürste. Und die ist einfach nochmal geil. Das duftet schon ganz schön. Schauen wir mal. Wollwürste, genau. Ja, das ist eine ganz schöne Farbe. Und die jetzt in 3 Minuten. Na, jetzt haben wir richtig sauber wieder. Die Wütter ohne Ende. Da haben wir gesagt, machen wir die Wollwürste. Ja. Ja, die brutzeln dann ordentlich.
16. Ja, Wollwürste ist ein völlig ohne Hals, habe ich ja schon gesagt. Und eigentlich schmeckt es am besten zum Kartoffelpüree. Was ich noch gern bevorzugt, ist also ein bisschen braun sozusagen. Kartoffelpüree, die Wollwürste und dann ein bisschen ein Touch Bratensauce. Das ist ein hammergeiles Gericht, aber heute machen wir dann nur mal normal mit Kartoffelsalat und die drei völlig aus. Also da gibt es dann nicht wenig. Gut. Ja, Farbe haben sie ganz schön genommen. Ja. Rein. Mit der Kamera kann ich einfach. Deckel drauf. Und brutzeln lassen. Na gut, ich wünsche euch einen guten Appetit dann. Und der Ernst der Dünnschmiede, Bratwürst, Stopp, Wollwürste, mit ein bisschen Kartoffelsalat dazu und ein ganz schnelles Gericht mit pressiert. Und schon sind sie fertig. Richtig schön braun. Da der Kartoffelsalat von gestern ist noch ein bisschen wässrig, aber das macht nichts. Gut.